Machen. Möchte jetzt ungern diese Spannung abbrechen. So, das ist der Sensor. Ja, moin zusammen. Wie man hier sieht, eine schwarze C-Klasse, richtig der 270er. Und zwar mit Schaltproblemen. Schalthebel. Mal die Klimaanlage ausmachen, jetzt brauchen wir die nicht mehr. So, und zwar, das knallt richtig. Habt ihr gemerkt, wahrscheinlich. Ich geh noch mal raus. Und er geht nicht mehr weiter. Ausschalten. Das hat er jetzt wahrscheinlich nicht verstanden. Ja. Der geht aus N nicht mehr raus. Dieser hat keinen Kraftschluss auf D. Kann von der Bremse runtergehen. Ne? Bisschen auf D. Da wird auch nichts mehr angezeigt. Komfort und Standard. Zündung. Gucken, ob er es jetzt verstanden hat. Jetzt hat er es verstanden. Okay. Das knallt auch. Das knallt richtig. Und dann geht er nicht zurück. Ne? Zwei Möglichkeiten. Getriebeöl stand falsch. Oder der Schalthebel hier oben. Und auslesen. Ohne kommt man nicht aus. Ist aber auch teilweise wirklich ganz gut. Dann sucht man sich wenigstens nicht einen Wolf. Wir haben hier so viel Elektronik drin, wenn ich das alles einzeln durchprüfen müsste, ne, wäre ich nächste Woche noch nicht fertig. Mercedes. Warum piept das da nicht? Ah, nicht richtig drin. Und ist dann auch mal fertig geworden. Kann jetzt jeder auf Stopp drücken. Die Wheelhebelposition ist unplausibel. Okay, Wheelhebelpositionserkennung ist ausgefallen. Okay, das ist also nicht der Getriebeölstand. Er weiß nicht, wo er ist. Ja. Wie gesagt, es sind zwei Möglichkeiten, dass dieser komische Notlauf da auftaucht. Ja, mal gucken. Wir löschen beides mal und dann gucken wir nochmal. Ja, also wer weiß wahrhaftig nicht, wo er ist. Ja, super. So, das bedeutet im Grunde genommen, das Ding hier ist das Wählhebelmodul, nicht wahr? Ja, jetzt kann man natürlich anfangen, bei eBay zu suchen und sowas alles in der Richtung, um sich Neues zu besorgen. Aber ich habe eine grundsätzliche Abneigung gegen Leute, die Autos schlachten.
auf Facebook gibt es so eine W203 Schlachtfahrzeuge-Gruppe. So ein Sebastian macht das Ding da. Im Grunde genommen betreibt er die Gruppe eigentlich auch nur, um seinen eigenen Scheißer zu verkaufen. Habe ich so das Gefühl. Ja, ich habe persönlich ein Problem mit Leuten, die schlachten. Erstens. Letztendlich vernichtest du damit Geld. Und du vernichtest Fahrzeuge, die eigentlich noch längst fahren könnten, ne? Also noch lange fahren könnten. Das ist mein persönliches Problem mit diesen Leuten. Schlachter wittern Geld, weil sie das dumme Geschwätz von Leuten von vor 20 Jahren irgendwie immer noch im Kopf haben, dass Autos in Teilen mehr wert sind. Bei Mercedes ist das nicht so. Ne? Den Wagen hier habe ich zum Beispiel für 4.500 Euro verkauft. Ja, die Leute können natürlich zu mir zurückkommen. Ne? Selbstverständlich. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Das große Problem an der ganzen Sache ist, wenn Leute an Autos rumfuhrwerken, die wirklich keinen Schimmer haben und meinen, mit Schlachten würden sie unfassbar viel Geld verdienen. Das ist nicht so. Das ist vielleicht auch eine Frage der Fähigkeiten am Ende. Aber wenn man das nicht kann, Autos erhalten, dann sollte man vielleicht einfach die Finger von Autos lassen. Ist ja jetzt nicht so das große Problem, sich eine andere Beschäftigung zu suchen. Der Schalthebel wird hier unten übrigens arretiert. Also das Ding hier rausploppen, ne? Habt ihr ja gerade gesehen, ist nur geklipst. Diesen einen Stecker da rausziehen, das ist viel für die Umschaltung, Komfort und Standard. Und dann gibt es hier so einen Drehring. Und damit kann man den Schalthebel entfernen. Ist also relativ simpel, so ein Mercedes. Soll man nicht glauben, ist aber so. Tja. Sehr viel gesteckt. So. Ist auch irgendwas angezapft. Stromdiebe reingehangen und nichts daran gesetzt. Sehr eigenartig. So. Schaumstoff. So, jetzt müssen wir die Mittelkonsole ausbauen. Ist eigentlich nicht so wirklich wild. Ne? 240er Torx und ich glaube 10er oder 15er Torx. Ja, siehst du, die fehlen. Da war schon mal einer dran. Aber die beiden 40er sind doch bestimmt noch da, oder? Ja, die sind noch da. Die sitzen genau hier. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Die müssen nicht rausgeschraubt, nur gelöst werden, ne? Schlecht. Eine andere Ratsche nehmen. Irgendwas stimmt da nicht.
Hier drunter sind auch noch mal welche. Auch 10er, ne? Meine ich mir gemerkt zu haben. Ja. Ja, Problem, dass er den Gang nicht mehr erkennt, ist meistens Verschmutzung, ne? So. Den einfach nach hinten wegziehen und auf die Rückbank legen, ne? Ach so. Der Auslöser für die Schalthebelsperre ist er hier. Er reicht hier unter dem Münzfach in der Ablage. Ne? Also wenn das Ding auf P feststeht, ne, hier wird der ausgelöst. Ne? Oben am besten mit dem Stift runterdrücken, dann könnt ihr... Ne? So bleibt er jetzt stehen. Ne? Drücken. Und man kann ihn auf neutral zum Abschleppen. Ne? Oder auf den Hänger ziehen oder weiß der Geier. Bewegen. So, Steckverbindung ab. Schaltseil wird, glaube ich, rausgedreht. Ja, das kommt vom Lenkradschloss. Ne? So, und jetzt ist hier unten das Ding noch am Getriebe fest. Da ist eine Sicherheitsklammer. So. Jetzt aufpassen, dass das Gummimoped da nicht rausfällt. Aushaken. Nur den Stift rausdrücken, mehr nicht. Und das Gummi festhalten. Dieses Gummi hier. Das haut manchmal ab. So, Schaltkulisse draußen. Mehr ist das nicht. Und er sieht auch sonst ein bisschen nach Cola aus hier. Der klebt. Gut. Ja, den Rest machen wir nicht im Auto. Das findet drinnen statt, auf dem Tisch. Ja, gut. Na, jetzt kommen wir erstmal zum schwierigsten Teil. Wir müssen die Frau ablenken, damit wir ihren Föhn benutzen können. Und zwar, man sieht hier oben diese Schraublöcher. Oben drauf. Ne? So sieht man sie vielleicht ein bisschen besser. Sind rundherum. Leider ist der hier schon verklebt. Mehrfach sozusagen. Ja. Kriegt man aber auf. Mit dem Föhn. So. Wenn die Klebestellen auseinander sind, hier ist zum Beispiel das erste Bauteil rausgefallen, ein Ring, ein Springring. Schon ein schlechtes Zeichen. Na komm schon auf, geh auf. Ah ja. Noch ein Stecker. Das ist die Geschichte für die Schalteingriffe. Man kann ja hin und her, kann man auch noch schalten. So, das hier ist die Freigabe für den Schalthebel. Ein Stellmotor. Tja, die Elektronik sitzt hier drin. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir den ganzen Blödsinn auseinanderkriegen.
Den packen wir zur Seite, den machen wir nachher auch mal richtig sauber. Wie gesagt, Cola. Garantiert. So, und jetzt brauche ich Mikrowerkzeug. Das ist ziemlich das kleinste Torx, was ich hier gesehen habe. Ich glaube Torx 6 oder sowas in der Richtung ist das. Jeder Handyladen kennt das. Ich habe aber keinen. So, der kleine schwarze Kasten hier. Jetzt habe ich endlich mal ein Feinmechaniker-Werkzeug gefunden. Der kleine Kasten hier stellt fest, welcher Gang eingelegt ist. Der verschmutzt auch gerne. Da sind natürlich Sensoren drin. Ne? So, hier wird festgestellt, welcher Gang drin ist. Über die große Welle vom Schalthebel, ja, wird das hier bewegt. Und das hier, die kann man rausziehen, die Kiste hier. Ne? Das hier sind die Sensoren, die feststellen, welcher Gang drin ist. Ja. Das ist praktisch hier. Ja, entsprechendes Ding. Und hier sind Sensoren drin, die das feststellen. So, die Platine können wir so rausnehmen. Ist nicht befestigt. Jetzt gucken wir uns an, ob die irgendwo kalte Lötstellen hat. Wäre blöd. Tja. Am besten mal einen Q-Tip nehmen und die Sensoren sauber machen. So, mal hier. Handelsübliches Elektronikspray. Damit machen wir die Platine jetzt mal sauber. Kalten Lötstellen finde ich jetzt nicht. Nicht die einzige Diagnose, die man stellen kann. Muss also nicht zwangsläufig das Teil kaputt sein. Es gibt noch andere Bauteile in dem Schalthebel. Hier unterbricht praktisch dieses Teil, die Sensoren, und dann weiß theoretisch der Schalthebel, wo er ist. Ja. Mal gucken, bis wir hier wieder gerade kommen. Das stecke ich mal eben kurz zusammen. Schalthebel. Jetzt ein Kladderadatsch hier wegnehmen. Dann kann man die Welle rausziehen. Steller. Hier drauf achten, dass der nicht rund geworden ist, ne? Der ist noch schön eckig. Ja. Jetzt kann man die Federn unten rausnehmen. Die Wippe. Von hier aus kommt man auch dran. So. Da ist die Wippe. Hier ist eine Rolle dran. Die muss sich auch vernünftig bewegen. Bewegt sich. Gut.
Okay. Das kriegt ja erstmal eine Grundreinigung hier. Das Kunststoffteil an sich erstmal grundsätzlich. Das mache ich gleich erstmal sauber. Und dann sehen wir weiter. Da ist eine. Und der dritte ist noch unter dem Gummi irgendwo, das weiß ich. Da ist sie. Das ist der Sensor fürs manuelle Eingreifen. Wenn der Sensor draußen ist, dann können wir das Teil sauber machen. So. Sage ich gleich was zu. Jetzt mache ich erstmal sauber. Und dann sehen wir es gleich wieder. So, mal gucken. Das ganz vorsichtig aufmachen. Ich möchte jetzt ungern diese Spangen abbrechen. So, das ist der Sensor. Die Elektronik sitzt hier. Kommt natürlich nicht drunter. Vorsichtig mit dem Schraubendreher drunter. So. Auch wieder diese gleichen kleinen Dinger, die auch feststellen, welcher Gang eingelegt ist. Hüpf. So. Nächster Test. Feder hier wieder rein. Das Bauteil wieder rein. Dann machen wir es rum. So, Feder da rein, Bauteil hier rein. Ja, eine richtige Federvorspannung da ist, ist dieses runde Ding, was sich übrigens dreht. Ne? Ist das ohne zu drücken hier draußen? Ne? Das ist die richtige Federvorspannung. Jetzt mal hier gucken, ob hier irgendwo was defekt ist. Sieht auch nicht danach aus. Kann also wieder zusammen. Direkt nach dem Reinigen, weil hier ist auch Cola drin. Ja. Super. Bis später. So, der Zusammenbau geht natürlich nach dem Reinigen. Bremsenreiniger funktioniert ganz gut. In umgekehrter Reihenfolge vonstatten. Gut, der Sensor. Noch mal eine schöne Sichtprüfung machen. Zumindest das weiße Teil kriegt man ein bisschen, ganz kleines bisschen Fett ab. Standardmäßiges Fett, ne? Nicht so viel, sonst bleibt es irgendwo hängen, ne?
Klingt gut. Super Federleistung. Bauteil fertig. Das habe ich komplett sauber gemacht. Mit Bremsenreiniger, Elektronikspray etc. Der darf in seiner Laufspur nirgendwo hängen bleiben. Fühlt sich aber gut an. Passt. Natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Ne? Ganz ernsthaft, wenn ich das jetzt auch noch zeigen muss, da gibt es ganz schlicht und ergreifend meine folgende Meinung: Wenn ihr das rückwärts nicht wieder zusammenbauen könnt, lasst die Finger von dem Ding. Ne? Ganz einfach. Es gibt Betriebe, die überholen die Dinger auch. Ne? Das wiederum ist jetzt eine Anleitung in kurz. So, jetzt stellen wir das auf Mittelstellung. So, diese beiden Nasen hier, die auf der Welle sind, ne? Das müssen wir die diese Gangerkennung vorher sauber gemacht haben. Hier sieht man, dass die beiden Nasen da drin einrasten können, ne? So, mal gucken. So, beide Nasen eingerastet. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir die Höhe einstellen. Und zwar, wenn man jetzt hier sieht, könnte man das so, so oder so befestigen. Ne? Okay, wir müssen das aber ziemlich gerade machen. Ziemlich gerade einbauen und dann fixieren mit den Schrauben.
Sonst kriegen wir nämlich die nächsten Probleme mit der Einstellung. Aber wie gesagt, deswegen mag ich das bei Mercedes so. Du kannst wirklich jeden Blödsinn kannst du zerlegen, du kannst es reparieren. Es gibt Firmen, die es überholen. Und wenn ich mir da Firmen wie BMW angucke, oh, ich muss nochmal lösen. Jetzt bin ich auch ein bisschen hier rüber gekommen. Wenn ich mir Firmen wie BMW angucke, oder VW, ich sag nur Schalthebel Touareg, ne? Kannst du in die Tonne treten, das Ding, wenn es kaputt ist. So. Hier kann ich zumindest die einzelnen Bauteile einzeln austauschen. Ne? Die ganzen Segmente hier, ist alles geschraubt. Und wenn ich den Deckel einmal aufgebrochen habe, kann ich hier wieder zuschrauben. Die Schraublöcher sind sogar da. Ne? Sogar in dem Bauteil sind die Gegenparts davon da. Also, ne? Ist schon mit Verstand gemacht worden. So, wollen wir mal gucken. P. Genau, jetzt hat er eingerastet. Ne? Das ist wie gesagt der Steller hier. Man sieht's. Das ist ein Magnetsteller. So. Okay. Rastet sauber ein. Perfekt. Super. Mal gucken. Erstmal auf den Tisch gucken. Haben wir noch irgendwelche Bauteile übrig? Die berühmte letzte Schraube? Nein, haben wir nicht. Gut. So, jetzt machen wir erstmal einen verkürzten Einbau. Weil es so ziemlich überhaupt keinen Sinn macht, alles festzuziehen. Und hinterher ist das Ding doch kaputt. Ne? Dann muss die Elektronik überarbeitet werden. Ganz andere Baustelle. Deswegen testen wir das Ding zuerst. Erstmal, ne, soll wieder eingefädelt werden. Aufpassen, dass das Ding nicht abhaut. Wie wird das jetzt wieder eingesetzt? Offensichtlich so. So. Okay. So. Dann nehmen wir diese Schrauben. Wie gesagt, erstmal alles ein Provisorium. Kann ja sein, dass er den Fehler sofort wieder wirft. Dann hätten wir es hinterher völlig umsonst die ganze Mittelkonsole ein- und ausgebaut und weiß der Geier. In der Regel reicht das mit dem Reinigen. Genau. So, jetzt mal gucken. Neutral, rückwärts. Lässt sich wieder schalten. Erkennt die Gänge. Kleinen Moment. Die Ganganwahl funktioniert auch wieder. Wir schalten mal eben um auf Standard. Funktioniert auch wieder. Das kleine Rechteck auf der rechten Seite, ne? Kann man umschalten zwischen Komfort und Standard. Okay.
Das Schlagen vom Getriebe ist auch weg. Ne? Perfekt. So, und genau deswegen verurteile ich diese ständige Schlachterei von diesen Autos. Man kann alles wirklich reparieren. Selbst einen verdammten Schalthebel kann man reparieren bei Mercedes. Ja? Und das mit Hausmitteln. Habt ihr jetzt selber gesehen. Ne? Und von daher, diese ständige Schlachterei von funktionierenden Fahrzeugen, lernt Autos zu reparieren. Die Teile sind wirklich simpel zu reparieren. Osteuropa macht es euch von vorne bis hinten vor. Die reparieren alles. Die reparieren so ein verdammtes Radio und Klimabedienteil. Alles. Ne? Nur hier müssen Autos geschlachtet werden, weil sie 3 Rostpickel haben. Ja, dann lernen das wegzumachen. Mein Gott. Ja. So viel zum Thema zu dem Auto. Zum Golf wird es kein Video mehr geben. Den haben wir abgegeben. Also den Besitzer zurückgegeben. Der fing jetzt an rumzuspinnen. Um mal ganz ehrlich zu sein. So viel Medienkompetenz muss man einfach besitzen, um zu begreifen, dass YouTube-Videos nicht zeitlinear funktionieren. Ne? Der Mann meinte jetzt auch, wir wären Betrüger. Er hat uns 500 Euro Anzahlung gegeben. Wir haben ihm Zylinderkopfdichtung und den Zylinderkopf getauscht, haben den anderen Motor besorgt und deswegen sind wir Betrüger. Ich glaube, er ist in einer normalen Werkstatt mit normalen Preisen einfach besser aufgehoben. Er meinte auch jetzt voller Altersstarrsinn, alle beschimpfen zu müssen und so was alles in der Richtung. Ich habe jetzt alles wieder abbestellt. Neue Hydrostößel, neue Kipphebel, die können ja beschädigt worden sein durch den Schlag, ne? Deswegen hatte ich die neu bestellt. Alles für 500 Euro bis jetzt, ne? Das war nur fürs Material und für den ersten Umbau, ne? Da sollte natürlich noch Geld fließen, sicherlich, ne? Wenn der Motor dann wieder vernünftig läuft. Aber er hat es einfach nicht geschafft, erstmal vernünftig zu kommunizieren. Dann wollte er das Auto zusammen mit der Polizei abholen. Ja, die Polizei hat auch nichts anderes zu tun, als mit ihm ein Auto zu transportieren. Ich sage ja, wenn man die Planeten so ein bisschen verlässt, geht anderen Leuten doch bitte nicht auf die Nerven damit, ne? Im Video hat man gesehen, wir haben einen neuen Zylinderkopf draufgebaut. Der Motor ist wieder komplettiert, mehr oder weniger, bis auf die Nockenwellen oben. Und ja, soll er seinen Scheiß alleine machen. Tut mir leid, es ist mir einfach zu blöd. Ich bin in Rente, mehr oder weniger. Ich mache nur noch YouTube. Und den Stress mit solchen Hi-O-Pies tue ich mir nicht mehr an. Dann stand seine Frau hier auf dem Hof und wollte wissen, wo ihr Auto ist. Ich sagte, ja, das steht in der Werkstatt. Ja, ich möchte das jetzt haben. Ich sagte, müssen Sie sich darauf verlassen, dass die Werkstatt den bei gelegter Gelegenheit rausstellt. So, und die wollten mit der ganzen Aktion auch nichts mehr zu tun haben, weil er da am Rumspinnen war. Wie blöd. Ich habe die ganzen Nachrichten bei WhatsApp mittlerweile dem Anwalt übergeben und habe ihn angezeigt. Weil er meinte, wir wären Verbrecher. Direkt eine Anzeige raus. Ne? Dann auch gleich Eingehungsbetrug, weil ich habe ohne Ende Teile bestellt und schon bezahlt. Gott sei Dank konnte ich die jetzt zurückgeben, aber trotzdem ist das immer noch ein Eingehungsbetrug. Ja? Wir haben einen Auftrag erteilt und das dauert ihm zu lange und dieses und jenes. Ja, dafür bezahlt er auch weniger. Ganz einfach. Soll er sich das Ding für 2.500 in der normalen Werkstatt fertig machen lassen. Ne? Das ist mir dann einfach zu blöd. Gut. So viel dazu. Als Erklärung, warum ihr vom Golf nichts mehr seht. Bei dem Auto geht es jetzt mit den Scheinwerfern weiter. Ich bin alt. Ja, die müssen auf jeden Fall mal überarbeitet werden. Dann, wie gesagt, hier der Ladeluftschlauch, der ist... erstmal so mit so einer Paste abgedichtet worden. Das bringt aber nichts. Ne? Die Gummilippe da drin ist kaputt. Ja. Aber dieser Schlauch kommt erst Montag. Gott sei Dank kriege ich den wenigstens. Und ja, Scheinwerferaufarbeitung, die gibt es dann in ganz schnell auf in Dienstag. Ja, ich weiß, es ist illegal. Bla 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 bla.
Selbst TÜV-Prüfer sagen dir, polier die Scheibenwerfer, bevor du zu mir kommst, weißt du? Ja. Irgendeiner macht Vorgaben und wenn es irgendwo nicht sinnhaft erscheint, ist es an uns, die einfach zu ignorieren. Ne? So ist es. Gut, dann würde ich sagen, tolles Wetter, über 30 Grad. Ich wünsche euch noch ein tolles Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video.